Servus, hallo. Ich melde mich heute aus dem Auto und ich habe mir Unterstützung mitgebracht. Meine junge Hündin, die Baby. Es geht nämlich um jemanden, der uns beiden sehr wichtig ist und die vor 2 Jahren, 2,5 Jahren, bald 3, gestorben ist. Und von der möchte ich euch erzählen. Vorher gibt es aber noch den neuen Kanal-Opener. Ich habe kürzlich über meinen Newsletter gefragt, mit welchem Thema ich mich als nächstes beschäftigen soll. Ich habe dafür entschieden, dass ich so ein bisschen was zu diesem Social-Media-Zeug erzähle. Und dabei habe ich festgestellt, dass die ganze Geschichte eigentlich sehr mit meiner Yara zusammenhängt. Das war damals die gleiche Zeit, wo ich auch eigentlich angefangen habe, bei Twitter zu schreiben. Und ihr eigentlich noch gar nicht wisst, wie das damals alles war und wie meine Yara dann gestorben ist. Und wer die überhaupt ist, die kennt ihr eigentlich gar nicht. Und da die sehr wichtig ist, möchte ich euch heute von Yara erzählen. Ich habe vor ungefähr 8 Jahren, 8,5 Jahren, ich weiß es gar nicht so genau, habe ich meine Lehre als Schäfer angefangen, meine Berufsausbildung, Tierwirtschäferei. Und bin da ziemlich ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte auch keine Hunde, nichts. Und habe dann in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, auf einem Betrieb angefangen. Da ging es dann auch gleich zur Sache. Und ich musste auch ziemlich bald hüten gehen. Ich habe damals dann von der Schäferin, die auf dem Betrieb angestellt war und die mich auch in erster Linie ausgebildet hat, die alte Hündin zum Hüten bekommen. Also alt, die war damals 6 Jahre alt, die Yara. Am Anfang ist das dann die ersten Male mit einer Herde rumzuziehen. Gut, am Anfang sind auch noch die Schäfer dann entsprechend dabei und unterstützen einen. Man fährt ja auch viel mit, guckt sich das an. Und dann ist man aber irgendwann dann auch alleine unterwegs und da braucht man dann auch einen guten Hund. Und das war für mich dann die Yara. Und Yara hat mir eigentlich so gezeigt, wie das mit den Hüten und das Arbeiten mit dem Hunden überhaupt, wie das, wie man mit einem Hund umgeht. Und ja, wir sind dann viel zusammen draußen unterwegs gewesen. Nach, ich glaube, einem Jahr oder sowas, hat sich die Schäferin damals entschlossen, mit der Schäferei aufzuhören und ins Ausland zu gehen. Und ihren Hunden zuliebe hat sie damals überlegt, dass sie ihre Hunde abgeben möchte an Leute, die auch mit Schafen arbeiten, um denen einfach die Möglichkeit zu geben, weiter zu arbeiten, weil das einfach das Ding der Hunde ist und weil das halt einfach auch wichtig für die ist. Ich habe dann die Yara übernommen. Fortan sozusagen waren wir dann ein Team. Yara ist ein sehr ruhiger Hund gewesen, die sehr schlau und sehr intelligent gearbeitet hat, die wirklich ihren eigenen Kopf hatte. Und wir sind dann damals auch schon mit großen Herden durch die Gegend gezogen. In meinem 2. Lehrjahr ist mein Meister schwerer erkrankt und ich musste halt gleich Verantwortung übernehmen, war da auch wirklich überfordert mit der Herde und die Verantwortung und ja, es geht halt einfach unheimlich viel schief am Anfang, man macht viel falsch und Yara hat mir damals halt einfach immer den Arsch gerettet. Und wenn ich was falsch gemacht hat, hat sie das halt einfach für mich wieder ausgebügelt und das hat mir damals viel bedeutet, weil ich halt ziemlich auf mich alleine gestellt war und der Druck war enorm groß und ja, wenn man dann sieht, fuck, jetzt hast du irgendwie die Herde falsch in die falsche Richtung, also quasi zu dicht an einem Acker oder wie auch immer gelenkt und dein Hund läuft nach hinten und bügelst gerade noch wieder so aus, bevor dann größerer Schaden entsteht. Das ist halt einfach toll, wenn man dann noch jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, gerade wenn man da selbst überfordert ist. In meinem 2. Lehrjahr dann auf der Sommerweide hatten wir ein sehr trockenes Jahr, das heißt, wir mussten viel mit den Schafen laufen. Unsere Sommerweide ist sehr anspruchsvoll.
Wir mussten dann auch immer richtig Gas geben, von einem Stück zum nächsten laufen, immer voll durch die Äcker durch. Eine Riesenleistung für die Hunde. Ich habe mir dann noch die Hunde von meinem Meister dazugeholt, um einfach, ja, die Jahre alleine hätte das halt niemals gepackt. Und es war so damals, dass die zwei anderen Hunde, die haben halt irgendwann aufgegeben, haben nicht mehr gekonnt, nicht mehr gewollt, haben sich irgendwo zurückgezogen, ins Eck zurückgezogen und Yara ist immer gelaufen. Die ist immer, immer, immer gelaufen. Nochmal zurück und nochmal zurück und nochmal zurück und ist immer gelaufen. Die konnte nicht mehr, die war total fertig, aber die war da. Ich konnte mich zu 100% auf die verlassen. Gleichzeitig ist es so, dass man als Lehrling dann auch anfängt, die Einsamkeit kennenzulernen. Also man ist ja auch viel alleine unterwegs, bei einem ungeheuren Stress und langen Tagen. Alte Freunde, da hat man keine Zeit mehr, die zu sehen. Neue zu finden, ist auch nicht leicht und für mich nicht leicht gewesen. Und Yara lag halt dann immer neben meinem Bett oder war halt einfach da. Und insofern ist die auch so für mich privat sehr wichtig gewesen und einfach auch ein guter Freund von mir gewesen. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber wenn man sich einfach den ganzen Tag jemand den Arsch für einen aufreißt und dann auch abends noch da ist und einfach, ja, die war einfach, wir sind damals richtig dicke Freunde geworden. Zwischenzeitlich war diese ganze Geschichte so heftig, dass morgens, wenn wir zum Hüten gefahren sind, die Yara unterm Bauwagen gelegen hat, unterm Wohnwagen gelegen hat und die wollte halt einfach nur mal mit. Ich habe die dann jeden Morgen unterm, es hat mir so leid getan, aber ich habe die dann jeden Morgen unterm Wohnwagen herziehen müssen, ins Auto verfrachtet und aber sobald man da war bei den Schafen und ich habe Yara aus dem Auto rausgeholt, dann war die halt da zu 100% und hat ihre Arbeit gemacht, obwohl sie halt einfach eigentlich nimmer konnte. Aber es ging halt nicht anders. Die Schafe brauchen Futter und nach der schlimmen Zeit, ich habe dann auch irgendwann mehr Plan gehabt und wusste auch schon, wie es funktioniert. Da ist mir vieles leichter gefallen. Wir waren auch wieder mehr Leute. Hatten Yara und ich auf dem Betrieb echt noch eine schöne Zeit zusammen und haben viel Spaß gehabt. Und Yara hat auch nochmal Welpen bekommen, da ist unter anderem das Baby bei rausgekommen, die noch immer vor mir liegt und mich anschaut. Kurz danach sind Yara, Baby und ich nach Wiesbaden auf einen anderen Betrieb gewechselt und da auch gleich viel Verantwortung übernehmen müssen. Auch viel gearbeitet. Da hatten wir eine ganz schöne Geschichte, die ein bisschen der Mosche-Geschichte, einige Wissens oder kennen die von euch, ähnelt. Ich habe damals einen Flaschenlamm gehabt und der hat bei uns gelebt, weil der keine Mutter hatte und im Sommer geboren ist und halt auch einfach keine anderen Schafe da waren, aber regelmäßig seine Flasche brauchte. Wir haben so ein kleines Häuschen gewohnt, da hat er mit uns gewohnt, also die zwei Hunde, der Herr Lämmchen und ich. Und das war halt einfach nochmal toll zu sehen. Baby war noch klein und hat in Herrn Lämmchen halt einfach so einen Spielgefährten gesehen und ist mit dem rumgetobt und was weiß ich was. Und die Yara, die hat sich schon einfach auch, wir waren sehr enge miteinander, auch in ihrer Position im Rudel quasi, einfach bedroht gefühlt. Aber man hat halt gemerkt, die hat mir vertraut. Also sie hat mir vertraut, dass sie ihre Rolle behält. Ich den Herrn Lämmchen da nicht irgendwie bevorzuge. Ich habe auch immer darauf geachtet, dass Yara vorm Herrn Lämmchen sein Futter kriegt. Und das war einfach noch eine schöne Zeit, auch zu sehen, wie dicht Hunde, die eigentlich Raubtiere sind, mit Lämmern, die ja eigentlich ihre Beute sind, sein können, wenn noch jemand da ist, der den Hunden auch einfach klar macht, das ist unser Rudel und alle stehen unter meinem Schutz. Und ja, das war sehr schön. Nach ungefähr einem Jahr in Wiesbaden, da war gerade alles ein drunter und drüber, ein Riesenchaos. Ich war echt gestresst und genauft und dann habe ich, mein Chef war Tierarzt, hat die Yara mal gestreichelt und hat gemeint, du, was ist denn das?
Und hat unten an den Zitzen einen Knubbel gehabt, meinte, dass Yara Mama Krebs hat. Und also so eine Art Brustkrebs bei Hunden. Wir haben Yara dann röntgen lassen und alles geschaut, ob das gestreut hat. Und haben sie dann operieren lassen. 4 Stunden, glaube ich, haben die mit 2 Leuten an der Yara operiert. Genau. Und damals war es so, dass ich, als ich das erfahren habe, bin ich nach Hause gefahren mit dem Auto. Und bin einfach stehen geblieben und habe angefangen zu flennen, weil ich ja einfach das erste Mal gedacht habe, okay, stimmt, du hast einen Hund und die werden auch nicht alt, und das mit der Yara, die mir damals halt einfach so wichtig war, das geht halt einfach nicht ewig, und es war halt auch damals einfach noch nicht klar, packt sie es, übersteht sie das, hat doch was gestreut und man hat es noch nicht gesehen, und ob sie das auch einfach überlebt. Genau. Yara hat das dann überlebt, nach der langen OP, und wir sind dann nach 2 Jahren aus Wiesbaden wieder weggegangen, um was Neues anzufangen. Mein Meister von meinem Lehrbetrieb, der konnte halt nicht mehr arbeiten, und die haben jemanden gesucht, der den Betrieb übernimmt. Und ich habe mich damals nach kurzen Verhandlungen dazu bereit erklärt. Ich habe damals den Betrieb mit noch einem Kollegen, Freund, Bekannten von mir angefangen, und einen Praktikant von uns damals ist auch in die Sache als Lehrling mit eingestiegen. Ja, und dann ging es los mit dem eigenen Betrieb. Das war auch ziemlich chaotisch, ist es noch immer. Wieder auf meinem Lehrbetrieb zurück hatten Yara und ich und Baby auch echt eine witzige Zeit. Yara war später dann auch nochmal ganz dicke mit dem Mosche, meinem kleinen Freund Mosche. Dazu gibt es ein Video, der ist auch gestorben. Ja, die meisten werden die Geschichte kennen. Für die, die sie nicht kennen, ich habe es unten verlinkt, oder ihr schaut euch das Video an, das ist dann, glaube ich, auch noch verlinkt. Kommt am Ende nochmal. Genau, der Mosche. Und das war auch witzig. Also Yara hat halt einfach sehr, sehr eng wieder mit mir und einem Lämpchen gelebt. Mit Baby hat es dann immer so gut funktioniert. Die habe ich dann oft extra gehabt, und da waren auch die Verhältnisse ein bisschen enger. Kein kleines Haus, genau. Dann irgendwann war es so, dass ich im Frühjahr mit der Yara und dem Baby vom Hüten zurückgekommen bin, und Yara ging es nicht gut, die hat halt einfach scheiße ausgesehen, und ja, ich habe gedacht, vielleicht ist sie Grippe oder sie ist halt einfach nicht fit, fertig vom Hüten, die hat auch viel geschafft. Genau, und dann bin ich zu meinem Wagen gegangen, habe das Baby mitgenommen, und Yara ist halt nicht gekommen. Ich habe dann nach der Yara gerufen, ja, und sie ist nicht aufgetaucht, und bis heute mache ich mir Vorwürfe. Ich habe dann damals gesagt, blöde Kuh halt, springt noch auf dem Hof rum, dann kann sie halt einfach draußen pennen. Ja, und das war dann Yaras letzte Nacht. Am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, und Yara war auch wieder nicht fit. Und ich habe sie dann ins Auto mit dem Baby und habe dann gedacht, okay, sind wir zu den Schafen gefahren. Wir holen die Schafe, ich habe das Auto vorgestellt, und dann später sind wir mit der Herde am Auto vorbeigefahren, gelaufen, und da wollte ich die Yara dann wieder dazu holen. Und ja, ich bin dann mit der Herde und dem Baby bin ich losgelaufen, bin zum Auto gekommen, habe die Klappe aufgemacht vom Auto, und dann ist Yara nur raus, mehr oder minder rausgefallen, ein paar Schritte gegangen, wieder umgefallen. Ich habe halt
gerafft, okay, da ist irgendwas wirklich nicht in Ordnung. Bin zu Yara hin. Die ganze Herde stand ums Auto rum und die wollten halt weiter. Das war mitten im Wald. Und genau, dann bin ich zu Yara hin und hab sie in den Arm genommen. Auf Wiedersehen gesagt. Und ich wusste, da stimmt halt was wirklich nicht. Und hab sie dann ins Auto getragen, hab die Klappe zugemacht und mich verabschiedet von ihr. Genau. Und dann bin ich mit der Herde, weiter, hab dann meinen Kollegen angerufen, der ist sofort gekommen, hat die Yara geholt, hat sie ins Auto geladen. Da war ich schon immer dabei, da war ich mit der Herde ein Stück weiter. Genau, und er ist dann mit der Yara in die Tierklinik gefahren. Und in der Tierklinik, also von der Tierklinik habe ich eine Stunde später, einen Anruf gekriegt, dass Yara einen blutenden Tumor im Bauch hat, also die Krebsgeschichte wieder gestreut wahrscheinlich. Yara hat halt große Schmerzen, der Bauchraum ist mit Blut vollgelaufen. Und ich habe damals entschieden, sie dann einschläfern zu lassen. Genau. Da war ich auch nicht dabei. Ich habe sie dann abends noch gesehen. Und wir haben sie dann beerdigt. Das war mein erster Hund. Und ein sehr besonderer Hund, den ich wahrscheinlich nicht vergessen werde. Genau. Also. Ihr kennt Yaras Geschichte jetzt. Im nächsten Video wird es wahrscheinlich um diese Social Media Geschichte gehen, die ganze Twitter Geschichte. Und abonniert den Kanal. Wenn ihr Lust habt, blende ich gleich was ein. Ihr könnt euch das Video von Moshe anschauen, das ist sehr rührend. Das blende ich gleich auch noch ein. Ich werde heute bei Twitter und Facebook im Laufe des Tages noch ein paar Bilder von Yara hochladen. Und danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.